In den letzten Tagen scheint Silvana Wolny etwas durcheinander gewesen zu sein. Es kam zu einem witzigen Patzer. Die Leidtragende ist dabei Tochter Selina Sophie. Ihre Mutter hat ihr doch glatt den Feiertag am 1. November geklaut. Da ist nämlich in vielen Bundesländern Allerheiligen. So auch in der Heimat der Wolnys Nordrhein-Westfalen. Das hatte Silvana jedoch völlig vergessen und schickte ihre Erstgeborene umsonst in die Schule. Dabei hatte sie den Feiertag sogar im Kalender eingetragen, wie sie bei Instagram erklärt. Als Mutter des Jahres bin ich heute Morgen direkt wieder ins Fettnäpfchen getreten. Der Flo hat Selina in die Schule gebracht, dabei hat sie heute schulfrei, erklärt Silvana in ihrer Instagram-Story. Schon den Tag zuvor war Silvana etwas durch die Lappen gegangen. Die Uhren wurden zurückgestellt, Winterzeit. Das ging jedoch ganz an der Wolny-Tochter vorbei, weshalb sie ihre Töchter eine Stunde zu früh ins Bett schickte, wie sie ebenfalls auf Instagram zugab. Doch dieses Malheur zahlte sich immerhin am nächsten Tag aus. Denn obwohl Selina Sophie umsonst früh aufgestanden war, hatte sie eine Stunde mehr Schlaf. Sie muss heute ja so fit gewesen sein durch die Stunde von gestern, meint Silvana. Ein ganz schönes Chaos bei Silvana, doch die zukünftige Braut nimmt es mit Humor und schüttelt in ihrer Instagram-Story bloß den Kopf. Kein Wunder, dass Silvana etwas durcheinander gewesen war. Bei den Wolnys ist momentan einiges los. Silvana muss nicht nur neben Familie und Haushalt eine Hochzeit planen, sondern wird auch erneut Tante. Schwester Lavinia erwartet gemeinsam mit Freund Tim ihren ersten Nachwuchs, was sie Anfang der Woche offiziell bekannt gegeben hat. Silvanas kleine Schwester wäre demnach bereits im 5. Monat. Bei der Großfamilie passiert nächstes Jahr also so einiges. Silvana erhielt erst vor wenigen Wochen einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Freund und Vater ihrer Töchter Flo. Da werden sicherlich bald die Hochzeitsglocken läuten. Vor allem Familienoberhaupt Silvia Wolny wird da stolz auf ihre Kinder und sehr glücklich über die aktuellen Entwicklungen sein.